Der nächste Schritt beim Erstellen eines neuen Projektes ist in der Regel, dass man dann das, was man schon an Bestandsdaten hat, erstmal in das Projekt reinholt. Das heißt, alles an externen Daten, in der Regel sind das DWGs, sollten zu diesem Zeitpunkt dann entsprechend eingebunden werden in das Projekt. Die Werkzeuge, die uns dafür zur Verfügung stehen in Revit, finden wir im Menü Einfügen. Und dieses ist hauptsächlich in zwei Gruppen geteilt, nämlich einmal Verknüpfungen und Importieren. Man kann hier schon sehr gut erkennen, wie meine Meinung dazu aussieht, und damit stehe ich in der Revit-Welt auch absolut nicht alleine. Ihr solltet die Werkzeuge, die in der Kategorie Verknüpfungen sich befinden, definitiv vorziehen, da diese einen deutlich besseren Arbeitsprozess garantieren. Verknüpfte Dateien lassen sich aktualisieren, das heißt, ihr könnt die Dateien in einem externen Programm wie AutoCAD dann nochmal überarbeiten und entsprechend einfach eine neue Version in eurem Projekt nachladen. Im Gegensatz dazu ist das Importieren von Elementen, von externen Dateien eigentlich keine gute Strategie, weil sie letzten Endes nur zur Produktion von Datenmüll führt. Das bläst einfach die Dateigröße auf und ihr habt dann am Ende sehr viele unnütze Elemente in eurer Datei, die ihr letzten Endes nicht brauchen werdet. Wenn ihr mit DWGs arbeitet, ist beim Verknüpfen darauf zu achten, dass man in Ruhe die einzelnen Optionen durchgeht, bevor man die Datei tatsächlich verknüpft. Und wir haben hinterher natürlich dann auch eine Kontrolle über die einzelnen Layer in der Datei und können das aus dem Revit-Projekt heraussteuern. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir gehen also ins Menü Einfügen und man sieht hier ist dieser Bereich mit den Verknüpfungsfunktionen. Hier lassen sich verschiedenste Dateiformate verknüpfen. In unserem Fall geht es jetzt um das Verknüpfen von einer DWG, das heißt, da müssten wir dieses Werkzeug CAD verknüpfen wählen. Manche Dateiformate lassen sich nicht verknüpfen, also hier zum Beispiel dieses Green Building XML kann man nur importieren. Aber ansonsten, wenn das Programm beide Optionen bietet, importieren und verknüpfen, dann sollte man immer verknüpfen wählen. Machen wir das also. Das bringt uns dann zu einem Dateiauswahldialog. Ich bin hier praktischerweise schon im richtigen Verzeichnis, wähle mir meine DWG. Und bevor ich jetzt irgendwie hektisch auf Öffnen klicke, gehe ich dann in Ruhe nochmal hier diese einzelnen Optionen durch. Im Folgenden sind das also Farben. Das ist vor allem dann wichtig, wenn meine DWG aus AutoCAD stammt. In AutoCAD wird in der Regel mit einem schwarzen Hintergrund gearbeitet. Das heißt, die Layerfarben sind normalerweise dann eher helle Farben. Wie ihr seht, ist der Hintergrund in Revit weiß. Das ist auch richtig so, weil Revit bietet uns im Prinzip eine What you see is what you get Ansicht. Das heißt, so wie wir die Dinge hier sehen, kommen sie dann hinterher im Druck auch raus. Und bevor wir jetzt irgendwie sehr viele helle Linien hier uns darstellen lassen in der DWG, haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich invertiere die Farben lieber, sodass dann quasi aus einem Cyan zum Beispiel ein Rot wird. Die Layer kann ich hier auch schon direkt auswählen, die ich mir anzeigen lassen möchte. In unserem Fall bleiben wir einfach bei alle, weil die DWG nicht so viele Layer hat, die ich hier benutze. Aber ich kann beispielsweise auch das nur auf die sichtbaren Layer beschränken. Oder ich kann sogar sagen, ich möchte nur bestimmte Layer haben und wähle dann hier auswählen. Import-Einheiten, das ist, ich würde sagen, fast die wichtigste Einstellung, mit der man sich befassen muss. Standardmäßig steht das hier auf automatische Erkennung. Und das ist in der Regel keine gute Entscheidung. Denn dieses Werkzeug wird in, ich würde sagen, 90% aller Fälle versagen und die Einheiten nicht automatisch erkennen. Das heißt, gönnt euch die extra 2 Minuten, die es dauert, die DWG nochmal kurz in AutoCAD zu öffnen, zu gucken, was ist eigentlich tatsächlich
die Zeicheneinheit, die da verwendet worden ist und dann diese hier auch entsprechend einzustellen. In meinem Fall weiß ich zum Beispiel, dass ich hier mit Millimetern gearbeitet habe, das heißt, das stelle ich hier auch ein. Diese Option, leicht versetzte Linien korrigieren, sollte auf jeden Fall immer angehakt sein, da sie dann leichte Ungenauigkeiten direkt behebt, bevor man solche Fehler dann in Revit einfach weiter mitverwendet. Bei der Positionierung ist es so, dass in allen Versionen vor 2015 nicht Auto-Ursprung zu Ursprung standardmäßig vorausgewählt war. Das ist jetzt mittlerweile Standard, dass dieses hier angezeigt oder dass dies hier voreingestellt ist. Das ist auch gut so, weil das in der Regel genau die Option ist, die man braucht. Wenn die DWG allerdings so beschaffen ist, dass der eigentliche Zeichnungseinheit irgendwie JWD gezeichnet worden ist, dann muss man hier eine andere Option wählen. Manuell zentriert ist dann meistens die beste Wahl. Dann wird es beim Importieren erstmal auf dem Revit-Projektbasispunkt zentriert und man kann die Dinge dann im Anschluss noch verschieben. So, und dann habe ich hier noch die Platzierungsebene, die ich auswählen kann. Das sollte im Grundriss standardmäßig richtig eingestellt sein. In der 3D-Ansicht muss ich manchmal die Platzierungsebene noch korrigieren. Diese Option hier an Ansicht ausrichten ist eigentlich nur dann wichtig, wenn ich beispielsweise Bestandsansichten oder Bestandsschnitte verlinken möchte und dafür sorgen möchte, dass diese nicht liegend in mein Projekt reingeladen werden, sondern stehend. Dafür muss ich dann natürlich auch in Revit vorher in die entsprechende Ansicht wechseln und dann erst den Befehl CAD verknüpfen ausführen. So, und damit haben wir eigentlich genug hier uns diese Optionen angeschaut und können jetzt auf Öffnen gehen. Damit wird dann entsprechend die DWG hier abgesetzt. Diese ist, ich klicke sie mal gerade an, da sieht man es hier auch schon, diese ist dann direkt angepinnt. Das heißt, ich kann sie jetzt erstmal nicht ohne weiteres verschieben, ich kann sie auch nicht ohne weiteres löschen. Das ist eine prima Sicherung, die da eingebaut ist. Wenn man das Ganze nochmal verschieben möchte, muss man hier eben den Pin öffnen, das Ganze verschieben und dann den Pin wieder schließen. Ihr seht auch, wenn ich diese DWG ausgewählt habe, habe ich hier im Ändern-Menü kontextabhängig ein weiteres Werkzeug erhalten. Zum einen habe ich die Möglichkeit, Layer abzufragen, indem ich auf die entsprechenden Elemente in der Zeichnung klicke, also zum Beispiel hier dieses Gitternetz. Und dann sehe ich, das ist auf dem Layer Topo, C-Topo beispielsweise befindlich. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, entweder den Layer zu löschen oder ihn in der Ansicht auszublenden. Ich persönlich bin immer ein Freund des nicht destruktiven Arbeitens, deswegen würde ich hier eher sagen, ich lösche diesen Layer, damit das Ganze etwas klarer aussieht. Aber man kann natürlich die Layer auch löschen. Halte ich aber, wie gesagt, nicht so viel von. Also dann macht es eher Sinn, die DWG vorher schon entsprechend vorzubereiten. So, auch die Darstellung der DWG in einer Ansicht können wir kontrollieren. Wenn ich hier mit Escape aus der DWG herausgehe, sehen wir hier in den Eigenschaften die Eigenschaften des Grundrisses. Und hier gibt es einen Eintrag Überschreibung, Sichtbarkeit, Grafiken. Wenn ich daneben auf Bearbeiten klicke, komme ich zu diesem Dialog. Mit dem werden wir uns in der zweiten Semesterhälfte noch sehr ausgiebig befassen, weil hier sehr viele darstellungsrelevante Einstellungen getroffen werden können. Aber da wir hier gerade schon mit DWGs rumhantieren, möchte ich kurz darauf hinweisen, wenn ihr hier in den Reiter importierte Kategorien wechselt, habt ihr die Möglichkeit, einzelne Layer an- und auszuschalten. Hier sehen wir zum Beispiel auch den Layer C-Topo, der jetzt hier kein Häkchen hat, weil wir ihn eben schon unsichtbar geschaltet haben. Und ich habe hier die Möglichkeit, für jeden Layer festzulegen, wie die Linien dieses Layers dargestellt werden sollen. Das heißt, wenn ich hier in dieses Feld reinklicke für beispielsweise diesen Layer C-Topo Major und auf Überschreiben klicke, kann ich beispielsweise sagen, diese Linien möchte ich in Rot dargestellt haben und für den
Folgeleer möchte ich die Linien in grün haben. Bestätige das Ganze mit OK und habe dann dementsprechend die Darstellung angepasst.